Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Meisterschaft. Lange gab es kein Rennen mehr. Ich muss gestehen, ich hatte keine Zeit. Ich habe es nicht geschafft, irgendwas aufzunehmen. Und mein letztes Rennen war in Monza. Jetzt ist Mugello dran. Jetzt gucken wir uns mal. Ich bin auf Platz 13 meiner Meisterschaft. Das auf jeden Fall muss ich dann auch was tun mit 8 mageren Punkten. Das ist wirklich relativ wenig. So, Mugello. Gehen wir mal auf Weiter. Die Gegnerstufe war Mittel. Dafür war aber die Aggression der Gegner auf 70%. Tageszeit nehmen wir 10 Uhr. Klar, 25 Grad. Alles klar, wir können weitermachen. Das Auto passt soweit. Mechanischer Schaden war 100%. Sonst ist alles direkt eingestellt. Gut, ja, Mugello, eine schöne Strecke, auch wieder in Italien. Ich habe jetzt mal ein paar Proberunden gedreht, um mich mal ein bisschen einzufahren und habe auch schon mal so ein kleines Setup gefunden. Das Problem ist, wenn man mit den Softreifen fährt, die haben nach einer Runde eine Temperatur, gerade die Hinterräder, dass die einem schön wegschmieren. Von daher mache ich jetzt Folgendes, dass ich mit den mittleren Reifen fahre. Und zwar hat das nichts mit der Haltbarkeit zu tun, sondern einfach, weil ich die Temperatur nicht runterkriege von den Reifen. Das ist hier in Mugello ganz extrem und die haben weit über 90 Grad und das merkt man dann, dass die halt hinten wegschmieren. Selbst die mittelharten Reifen kriegen hier Temperaturen um die 90 Grad. Ich habe auch schon ein bisschen was am Sturz und Spur verändert. Ich zeige euch gleich mal das Setup, was ich gemacht habe. Also für das Qualifying brauchen wir, sagen wir pro Runde ungefähr 2 Liter. Gehen wir mal hier auf 12. Die Aerodynamik setze ich mal runter auf 16. Den Antrieb können wir ein bisschen verringern. Freilauf mache ich mal 2 runter, die Leistung auch 2 runter. So. Hier gehen wir auf die Medium-Reifen. Vorne müssen wir ein bisschen den Druck erhöhen, sonst sind die zu kalt, gerade der vorne rechts. Und hinten können wir auf 18 runtergehen. So, die Radspur lasse ich. Wir lassen das jetzt erstmal so. Probieren das mal aus, aber hier kann ich die Höhe etwas verringern. Jeweils um 3 Klicks mache ich das. Die Federn lassen wir auch mal so und den Stabilisator auch. Stoßdämpfer und so lassen wir auch erstmal alles. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal aufs Fahren und dass die Reifen eine gute Temperatur haben. Ja, es hat sich viel getan in den letzten 4 bis 5 Wochen, wo mein letzter Meisterschaftslauf von mir kam. Als erstes erstmal der Ekström hat ja die DTM verlassen. Das war eine Meldung Ende Januar. Finde ich persönlich sehr schade, aber gut, er wird seine Gründe haben. Er wird sich wahrscheinlich jetzt viel mehr der Rallye widmen. So. Dann ist mein Logitech-Lenkrad kaputt gegangen. Und zwar ist die Halterung abgebrochen. Das hatte zur Folge, dass ich natürlich erstmal nicht mehr fahren konnte. Klar. Ich habe bei Logitech angerufen. Erstmal auf der Internetseite geguckt, wie das abläuft. Na komm, lass dich mal vorbei. Bei Logitech angerufen und gefragt, wie das aussieht. Macht es Sinn, einen Garantieantrag zu stellen, weil das Lenkrad ist immerhin schon 3 Jahre alt. Und da hat die freundliche Frau mir alles erklärt, wie das geht und hat mir per Mail die entsprechend passenden Unterlagen zukommen lassen. Die habe ich dann ausgefüllt, musste ein paar Fotos machen von dem Lenkrad, was kaputt ist, nämlich die Halterung ist gebrochen.
zwar die Halterung, die am Schreibtisch sitzt, die hat es irgendwann mal durchgejuckelt und ist abgebrochen. Logitech sagt ganz klar, reparieren tun wir nicht. Wir schicken, wenn es ein Garantiefall ist, schicken wir auf jeden Fall Neuware. Ja. Dann hat es eine Woche gedauert. Dann kriegte ich die erste Meldung, dass alles geprüft wird und ich halte in Kürze eine Nachricht, wie der Antrag entschieden wird. Und hier muss ich sagen, war ich echt begeistert. Ich kriegte dann innerhalb von wenigen Tagen ein komplett neues Logitech G29. Und da muss ich mal sagen, Hut ab an die Firma. Das hätte ich nicht gedacht, weil das Lenkrad ist 3 Jahre alt. Ich konnte keinen Kassenzettel mehr nachweisen, weil den habe ich verloren. Und Logitech hat sich extrem kulant gezeigt. Ja, ich musste natürlich nachweisen, dass mein Lenkrad ist über die Seriennummer und so weiter. Das war aber alles kein Problem. Und was habe ich vergessen? Und zwar, also schließen wir das mit Logitech erstmal ab. Logitech hat mir ein neues Lenkrad geschickt. In der Zwischenzeit hatte ich aber Bock eher auf ein anderes Lenkrad und habe mir ein Fanatec CSL Elite gekauft. Und das ist wirklich der Knaller. Also Hut ab, das macht richtig Laune. Und da, also ist ein Riesenunterschied, hätte ich nie gedacht, dass das sich so bemerkbar macht. Und also mit dem fahre ich jetzt. Deswegen hat das auch wieder alles länger gedauert, bis ich wieder was streamen konnte. Ich muss mich natürlich erstmal wieder dran gewöhnen, alles aufbauen. Die Pedale werden jetzt auch nicht nur mit Haltebändern an meiner Vorrichtung, an meinem Rig befestigt, sondern richtig verschraubt und so weiter. Das musste ich alles noch machen. Also es ist viel passiert. Das nächste, was ich mir angewöhnt habe, ist, dieses Field of View anzupassen. Und zwar habe ich da ein bisschen im Internet gelesen und habe mich da mal schlau gemacht. Und der große Vorteil ist, man hat einfach ein besseres Detailsehen und kann sich die Bremspunkte und die Einfahrt in die Kurven, auch wenn das jetzt hier natürlich nicht geklappt hat, aber die Einfahrt in die Kurven kann man sich deutlich besser, detaillierter vorstellen und man fährt viel genauer. Dass ich jetzt so schlecht fahre, liegt natürlich daran, dass ich in der Box stand und die Reifen eisekalt sind. Sieht man ja gerade links, ne? Ist alles tiefblau. Komm, fahr vorbei. Ja. Und habe mich damit ein bisschen beschäftigt und da gibt es so eine Internetseite, gibt man Field of View Rechner ein. Da muss man so Angaben machen, mit welcher Auflösung fährt man, wie groß ist der Bildschirm, wie viel Zoll hat der und wie weit sitzt man von dem Bildschirm entfernt. Dann wird einem da ein Wert ausgespuckt und wenn man den das erste Mal dann eingibt, dann denkt man, ach du Scheiße, ich sehe ja gar nichts mehr und das ganze Geschwindigkeitsgefühl ist weg. Und man muss sich erstmal wieder dran gewöhnen. Dauert auch wieder ein paar Runden, also ein paar mehr Runden dauert das. Aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann will man es nicht mehr missen. Und jetzt, als ich die Runde gefahren bin, hat die PS4 das leider nicht berücksichtigt. Deswegen bin ich in die Box gefahren, habe das erstmal wieder alles nachgestellt. Weil man dann auf einmal das Gefühl hat, man sitzt nicht auf dem Fahrersitz, sondern man sitzt auf dem Rücksitz vom Abstand her. Und so wird das irgendwie korrigiert und dass man rechts und links jetzt zum Beispiel die Spiegel nicht mehr sieht. Das ist zwar sehr ungewohnt, aber man gewöhnt sich dran und das kriegt man irgendwie wieder ganz gut hin. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren, dass ich hier mal eine Runde hinlege, dass ich ein bisschen konkurrenzfähig bin, um mich mal einzuordnen im Feld, wo ich denn da stehe. So, die Gänge passen. Hier ein bisschen langsamer fahren, dass man hier schön die Kurve nehmen kann und früh ans Gas gehen kann, um den ganzen Schwung mitzunehmen. Auch hier eher ein bisschen langsamer reinfahren und dann hier früh ans Gas zu gehen und hier
Vollgas durchzufahren. Hier auch oben anfahren, dann früh aufs Gas gehen, hier innen bleiben, jetzt Vollgas geben, hier innen bleiben, das hat nicht ganz gepasst, hier darf man nicht zu weit innen kommen, sonst schmiert einem das Auto weg, hier sich schön raustragen lassen, hier auch ein bisschen langsamer machen, weil die nächste Linkskurve muss man relativ eng nehmen, dass man früh ans Gas gehen kann. Hier sich auch von oben in die Kurve reingehen. Jetzt so langsam beschleunigen. Über beide Curbs kann man hier fahren, eigentlich Vollgas. Das passt. Und hier rechts gibt es so eine weiße Markierung. Ah, da muss man nur natürlich die Bahn noch treffen. Okay, die Runde habe ich weggeschmissen. Das Training ist jetzt eh gleich rum. Eine Runde fahren wir noch. Ihr seht die ganze Zeit da so eine Einblendung. Rookie-Liga und so weiter. Auch das ist in den letzten 4 Wochen passiert. Ich habe eine Rookie-Liga gegründet, und zwar mit vielen begeisterten PS4 Assetto Corsa-Freunden, das heißt Freunden, Fahrern, ja. Und wir haben uns über Facebook, beziehungsweise hier über YouTube-Streaming, haben die Leute mich kennengelernt und sind meiner Facebook-Gruppe beigetreten. Dort wurde alles erklärt, das ganze Reglement, wie es abläuft und so weiter. So, jetzt gucken wir uns mal schnell die Zeiten an. Ja, das ist schon ordentlich. Da bin ich natürlich weit entfernt, aber wir gucken mal, was das Qualifying macht. Als erster rausfahren, dann habe ich hinten erstmal freie Bahn. Kommen wir nochmal auf die Rookie-Liga. Ja, über diese Facebook-Gruppe, ihr seht den Namen eingeblendet, oder über die Homepage findet ihr alle Informationen dazu. Wie der Name Rookie-Liga schon sagt, geht es hier wirklich um Anfänger, die das erste Mal Online-Ligen mitfahren wollen und irgendwie keinen Bock drauf haben, mit den ganzen Profis da rumzueiern, ja, sich von denen ständig überholen lassen zu müssen, was natürlich auch dann dazu führt, dass man Fehler macht, gerade beim Überrunden und so weiter, dann kriegt man Anschiss, ja, oder muss sich ständig irgendwelche belehrenden Worte anhören. Und genau dafür ist die Rookie-Liga gegründet worden, dass man hier in aller Ruhe seine fahrerische Kompetenz aufbauen kann, ohne dass man gleich einen Anschiss kriegt oder dass man das Gefühl hat, man steht ständig nur im Weg. Es gibt insgesamt 10 Läufe, 2 haben wir jetzt schon mal absolviert. Das war Brands Hatch Indy. Das war jetzt am letzten Mittwoch. Und davor war Barcelona Moto. Und wir haben bewusst, sage ich mal, die Strecken ein bisschen anders ausgewählt, damit mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und gerade Brands Hatch Indy war halt deswegen schön, weil der Kurs so kurz ist. Das heißt, egal an welcher Stelle man irgendwie ist, man hat immer Verkehr auf der Straße. Und das macht die Sache natürlich so reizvoll. Ja, und bis jetzt hat es gut geklappt. Also klar, gibt es Rennunfälle, aber Rennunfälle sind das und keine Crash von irgendwelchen übermotivierten Idioten, die quasi einem den Online-Spaß nehmen wollen. Ganz im Gegenteil, das ist echt eine dufte Truppe. Man trainiert öfters mal, trifft sich, verabredet sich über Facebook. Ja, lernt sich so ein bisschen kennen, macht das alles über eine PS4-Party, ne, dass man auch so ein bisschen in Kontakt kommt, tauscht sich aus. Und auch Setups ist keine Geheimniskrämerei, sondern ganz im Gegenteil, da geht man relativ offen mit um. Ja, jeder, der irgendwie ein gutes Setup hat oder meint, er hätte ein gutes Setup, gibt das gerne weiter. Und dann wird das einfach ausprobiert. Ja, und dann lernt man einfach davon. Das macht echt Hölle Spaß.
Hier hat meine Linie nicht so richtig gestimmt. Hier war es schon deutlich besser. Jetzt gucken wir mal, ob wir das die Kurve noch gut kriegen. Dass wir eine gute Zeit mal schaffen. Mein Ziel ist ja immer so unter die Top 10 zu kommen. Muss man wirklich auf den Scheitelpunkt warten, nicht zu früh Gas geben, dass man dann schön raus beschleunigen kann. Jetzt schauen wir mal, wo die Uhr hängen bleibt. Gut, 1,54, ja, ich schätze mal, für die Top 10 wird es reichen. So, Spritverbrauch pro Runde ist dann wahrscheinlich so 2,5 Liter. Und was ich schon gesagt habe, die Hinterreifen sind jetzt endlich mal nicht so heiß in der Reifenmischung. Das funktioniert ganz gut. Oh, das war aber echt auf der letzten Rille. Aber durch die langgezogene Rechtskurve ist der hinten links ganz schön warm geworden. Auch hier nicht zu früh ans Gas gehen, da ist die Verlocke immer groß. Jawohl, das hat gut gepasst. Position 13, mal sehen mit den 400, was jetzt an Plätze dabei rauskommt. Haben noch 4 Minuten Zeit, muss man immer ein bisschen gucken. 11. Platz. Ja, vielleicht kriegen wir noch eine gute Runde hin. So, jetzt in der letzten Kurve noch mal konzentrieren. Jawohl, das hat gepasst, die letzte Kurve. Ja, neue persönliche Bestzeit für mich auf jeden Fall. Mal schauen, ob ich unter die Top 10 komme. Ja, genau, wunderbar. Okay. Damit das nicht zu knapp wird, gehe ich jetzt mal in die Box zurück, weil wir müssen uns ja fürs Rennen vorbereiten. Also ich gehe mal davon aus, was hatte ich hier an Sprit dabei? 12 Liter.
zweieinhalb Liter pro Runde rechne ich. Das heißt, wir sind so bei 23 Liter. Quatsch, bei 25 Liter. Ein Liter nehmen wir mal mit. Das lassen wir alles so. Gut, dann können wir jetzt hier mal auf Speichern gehen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für das Qualifying. Dann nutze ich das auch natürlich nochmal, soweit ist alles gemacht und eingestellt. Können noch mal ein bisschen fahren. Ja, bei der Rookie-Liga nochmal drauf zurückzukommen. Wir sind momentan so circa 13 Fahrer. Es gibt zwei Streichergebnisse. Der Renntag ist immer mittwochs. Vom Ablauf ist das wie folgt. Ich eröffne die Lobby um 19:45 Uhr mit einem Training. Das Training dauert 15 Minuten, dient eigentlich lediglich dazu, dass alle Leute genügend Zeit haben, die Lobby zu finden, sich einzuloggen, der Party beizutreten. Wobei die Party natürlich keine Verpflichtung ist, aber schön, wenn sich die Leute der Party anschließen und man einfach ein bisschen ins Gespräch kommt, sich ein bisschen austauschen kann, sich kennenlernt und nicht einfach nur wie so gegen Roboter fährt. So, auch die Party wird von mir eröffnet. Leider hat ja die PlayStation nur 8 Plätze frei, das heißt, da gibt es auch immer noch einen zweiten, der eine weitere Party laufen lässt. Also von daher, das läuft so ganz gut. Dann gegen 8 Uhr ist das Training beendet. Und das Qualifying steht an. Das dauert 20 Minuten, das Qualifying. Und danach richtet sich natürlich die Startaufstellung und so weiter. Das Rennen dauert circa immer 40 Minuten. Das ist natürlich hier nicht möglich einzustellen. Deswegen werden die 40 Minuten Renndauer auf den jeweiligen Kurs immer umgerechnet. Zum Beispiel haben wir dann in Brad's Hatch ungefähr 38 Runden, die dann das Rennen dauert. Und ja, das so ungefähr 1:15 Uhr ist der Renntag zu Ende. Ist gut planbar für alle, die letztendlich irgendwie familiäre Verpflichtungen haben oder vielleicht Schicht arbeiten. Also von daher passt das alles. So, wir sind 13 Leute momentan, 15 oder 16 können ja mitfahren, also einfach in die Facebook-Gruppe kommen, dort Mitglied werden, das ist eine geschlossene Gruppe. Ja, ich nehme die Leute auf, dort kann man sich dann auch verabreden oder sich die ersten Gedanken austauschen und schon ist man dabei. Insgesamt gibt es 10 Läufe, 2 Streichresultate, also wer jetzt einsteigt, hat noch nichts verpasst. So, gucken wir uns mal den Durchgang an. Ja, das wird sich im Rennen noch alles ein bisschen relativieren, schätze ich mal. Gut. Dann kann es losgehen. 10 Runden. So, Start schon mal nicht verpasst. Aber ich wurde schon mal angeschubst. Dankeschön. Herzlichen Dank, liebe KI, für den unnötigen Rempler. Mal sehen, wie es jetzt in der ersten Kurve ist. Ich bleibe schön innen. So, Position 6. Ich konnte ein paar Plätze gut machen. Das hört sich doch schon mal gut an. Das Feld ist noch sehr eng zusammen. Uiuiui, ne? Muss
macht er denn? Habt ihr das Gas geben vergessen, Jungs? Habe ich ein bisschen früh Gas gegeben, da ist mir der Arsch gekommen. Ja, bekriegt euch schön. Ja, super, 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 super. Das war natürlich mein Fehler. Gucken wir mal auf der Geraden, dass ich mich ein bisschen im Windschatten vielleicht ansaugen kann. Dass der Abstand hier nicht zu groß wird. Und ich natürlich nach hinten auch ein bisschen Abstand vielleicht gewinne. Platz 6 ist doch schon mal gut. Irgendwie das Gefühl, dass die KI hier einen fast schon ausbremst. Habe ich den ganzen Schwung mit rausholen können. Habe ich wirklich diszipliniert auf den Schaltpunkt hier gewartet und jetzt hoffe ich mal, dass ich hier wirklich Windschatten mich ransaugen kann. Gut. Ja, außen werde ich nicht vorbeikommen. Ich sehe den Pfeil, jawohl. Aber jetzt bin ich hier auf der Innenseite. Okay. Ah, ein schönes Duell. Ich habe mal ein bisschen früher gebremst, um den nicht hinten reinzufahren. Kurve angegangen, über die Vorderräder weggerutscht. Vorderräder sind auch ein kaltes Thema letztendlich. Wenn da jemand einen Tipp hat, schreibt in die Kommentare, wie kriege ich hier die Vorderräder auf gute Temperatur. Spitze schön zusammen. Jetzt probiere ich es mal auf der Innenseite.
Jawohl. Und schön vorbei. Obwohl er noch neben mir ist. Achtung. Wahnsinn. Cool, wie die KI hier sich den Platz zurückgekämpft hat. So macht Rennen Spaß. Coole Sache. Ja, und hier in der Kurve weiß ich nicht, wie ich vorbeikomme. Wow, auf Messerschneider. Kleinen Rempler habe ich abbekommen, aber alles gut gegangen. Auf der Geraden ist der deutlich schneller hier, der Junge. Eben sind mir die Worte im Hals stecken geblieben. Ich dachte, jetzt kracht's richtig, aber da hat wahrscheinlich kein Blatt Papier mehr dazwischen gepasst. Mal fahre ich die Kurve im dritten Gang, aber habe ich mich etwas verschaltet. Mal kurz angedeutet, dass ich noch da bin. Vielleicht macht das ja die KI ein bisschen nervös. Nein, 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 nein. Das ist ja natürlich Schrott. Als 12. habe ich mich jetzt wieder ins Feld eingereiht. Oh Mann. Welch dummer Fehler von mir. Aber er lief so gut, alles bestens. Und so weit war ich auch gar nicht von der schnellsten Runde entfernt. Thank you.
komme ich vorbei. Was hat er nochmal gezuckt hier? Was sind denn das für fiese Matenten? Ja, da habe ich mich nicht getraut. Ich wollte nicht alles riskieren. Es muss einfach ein bisschen näher dran sein, bevor ich hier so einen Angriff starte. Oh, hier schön Verlass drauf, dass sie sich schön wieder zusammenbremsen. Ich müsste vorbeikommen jetzt nur. Soll der mal hier keinen Fehler machen? Ja, die sind auf der Geraden schneller als ich. So, ein Platz erfolgreich gut gemacht. Noch zwei Runden. Vielleicht reicht es ja noch unter die Top 10. Nein, es reicht nicht mehr in die Top 10. Gut, mit den heißen Reifen brauche ich jetzt auch gar nichts mehr probieren. Das kann ich ganz entspannt zu Ende fahren. Ich würde mal sagen, das war nix. Aufpassen, dass ich nicht abfliege. Bei den Temperaturen haben die Reifen überhaupt gar keinen Grip mehr hinten. Naja, schade, ich habe alles probiert. Zu viel probiert. Es ging in die Hose, aber was lernt man da draus? Einfach ein bisschen mehr Ruhe bewahren. Ich glaube aber, ich hatte eine reale Chance. Ich hatte die Pace und hätte unter die Top 10 auf jeden Fall mitfahren können, wenn ich nicht diese Fahrfehler gemacht hätte. Sprit hat auch dicke gereicht.
Ja, die Spannung ist irgendwie runter, das merkt man, die Konzentration hat spontan nachgelassen. Ja, Bremspunkte stimmen nicht mehr. Da vorne sehe ich noch das Feld, aber eh keine Chance mehr da aufzuschließen, geschweige denn da überhaupt noch Plätze gut zu machen. Vielleicht kann ich noch eine gute, schnelle Runde hinlegen. So nicht. Ja, die Luft ist raus. Einmal nur noch zurück ins Ziel fahren. Ja, sorry, dass das auf einmal in die Hose ging, das ganze Rennen. War ganz anders geplant und lief richtig gut. Spannende, coole Duelle mit der KI geliefert. Ja. Diese 70% Aggression, das passt, das macht Spaß. Klar, sie dotzeln einen auch mal an, aber bis jetzt war das alles im Rahmen. Die letzten Meter sind angebrochen, noch eine Kurve. Dann machen wir einen Haken an dieses Meisterschaftsrennen. Ich gehe von außen keine Punkte, Platz 16. Ist natürlich traurig. Aber so ist nun mal Rennsport. Okay, ja. Von den Rundenzeiten hätte ich mithalten können, auf jeden Fall. Aber es hat halt nicht sein sollen. Gut, gehen wir mal auf zurück. Verlassen und schauen uns nochmal hier alles an. Ja, ich bin sicher. Schauen wir mal. Jo, keine Punkte bekommen. Platzierung 14 nach hinten gefallen. Weiterhin 8 Punkte. Gut, Nürburgring Sprint ist das nächste Rennen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal und ich bemühe mich jetzt natürlich wieder viel häufiger in meiner Meisterschaft mitzufahren und dass die Pause nicht mehr so lang wird. Vielen Dank, bis denne, tschüss.